Ungeschlagener Spitzenreiter und Pokalfinalist. Die Würzburger Kickers sind zumindest auf dem Papier sozusagen das Bayer Leverkusen der Regionalliga Bayern. Zwar kann die Elf von Marco Wildersinn an diesem Wochenende noch nicht die Meisterschaft eintüten, immerhin ist aber das Etappenziel Qualifikation für die Aufstiegsspiele schon erreicht. Dass der Weg zum Titel für die im gewohnten Rot gekleideten Unterfranken allerdings kein Selbstläufer ist, zeigte nicht zuletzt das jüngste, durchaus glückliche 1:0 in Burghausen. Im Heimspiel gegen Türkgücü München soll vor fast 1.900 Zuschauern nun aber der nächste Dreier her. Die Gäste im neuen Jahr nach wie vor ohne Sieg, bewiesen jedoch zuletzt beim 3:3 gegen Schweinfurt nach dreimaligem Rückstand viel Moral. Dennoch, das Gastspiel beim souveränen Primus natürlich eine Herkulesaufgabe und die Kickers legen auch los wie die Feuerwehr. Nach nicht einmal 6 Minuten wird Ivan Franjic im Strafraum freigespielt, doch Sebastian Kolbe mit einer starken Fußabwehr. Allgemein, die Gastgeber in der Anfangsphase sehr spielfreudig. Hier kombinieren sie sich wunderschön aus dem eigenen Strafraum in die gegnerische Hälfte. Benjika Kassiel wird auf die Reise geschickt, allerdings auch gut verteidigt von Asur Velagic. Von den Gästen offensiv bis dato gar nichts zu sehen. In der 22. Minute dann mal ein Freistoß getreten von Mario Czernicki und der ist gar nicht so schlecht. Ansonsten Türkgücü allerdings ausschließlich im Verteidigungsmodus. Das Bollwerk um den zuverlässigen Kolbe hielt den heimischen Angriffen aber zunächst weiter stand. Dann die 34. Minute, die Heimelf kommt über links, Kapitän Peter Kurzweg mit der Flanke und dann verliert die bis dato stabile Münchner Defensive Saliu Sané zum ersten Mal aus den Augen und das bestraft der Goalgetter eiskalt mit Saisontreffer Nummer 15 und der 1:0-Führung. Gäste nun vom Gegentreffer kurzzeitig geschockt und im Glück, dass Dominik Meisel diesen riskanten Fehlpass im Spielaufbau nicht bestrafen kann. Doch auch die Hausherren nach der Führung durchaus etwas nachlässig und mit einigen leichtfertigen Ballverlusten, Türkgücü aber ohne die nötige Entschlossenheit. Nochmal rüber auf die andere Seite, da kommt Franjic kurz vor der Pause an die Kugel und sein Schuss klatscht vom Pfosten zurück ins Feld. Das 1:0 nach 45 Minuten also eigentlich zu wenig aus Sicht des Tabellenführers, der das Versäumte dann jedoch gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit nachholen wollte und dazu Unterstützung des Gegners bekam. Kenner Isiala klärt da direkt vor die Füße von Kassiel und der überwindet Kolbe mit etwas Glück zum 2:0. 42 Sekunden nach Wiederanpfiff natürlich ein optimaler Auftakt in Durchgang 2. In der Folge Würzburg jetzt enorm druckvoll, wenig später zielt Kassiel wieder aufs kurze Eck, dieses Mal Kolbe aber auf dem Posten. In dieser Phase entwickelte sich fast ein kleines Privatduell zwischen dem Kickersangreifer und dem türkischen Schlussmann, der seine Mannschaft weiter vor einem höheren Rückstand bewahrte. In der 58. Minute war er dann allerdings machtlos, eine Ecke von Maximilian Zeiser nimmt Tim Kraus direkt und versenkt eiskalt zum 3:0, Premierentreffer übrigens in dieser Saison für den Defensivspezialisten. Jetzt war es tatsächlich fast ein Klassenunterschied zwischen den beiden Ex-Drittligisten. Die Münchner gaben Würzburg viel zu viel Platz und das nutzten diese weiter gnadenlos aus. Pascal Moll in der 64. Minute mit der Hereingabe und in der Mitte drückt der eingewechselte Benjas Junge Abiol das Ding über die Linie zum 4:0. Nach diesen furiosen 20 Minuten schaltete Würzburg dann aber wieder um 2 Gänge zurück und nahm einige Wechsel vor, weshalb Türkgücü nochmal zu dem ein oder anderen Entlastungsangriff kam. Doch sowohl Kaan Aygün als auch der ebenfalls eingewechselte Leo Haas verpassten den Ehrentreffer gegen den erst im Winter von Türkgücü nach Würzburg gewechselten Johann Hipper bei dessen ersten Ligaspiel im Kickers-Trikot. Würzburg besiegt Türkgücü somit auch in dieser Höhe verdient mit 4:0. Ja, optimaler Start natürlich in die zweite Hälfte mit dem hohen Ballgewinn und dann auch mit einem guten Abschluss. Ja, und den Schwung haben wir dann mitgenommen in den nächsten Minuten, um dann auch das Spiel zu entscheiden. Danach natürlich viele Wechsel, da leidet so ein bisschen der Spielfluss drunter. Aber ich glaube, bis zum Ende haben wir immer noch Chancen rausgespielt und von dem her dann auch in der Höhe verdient. Gefühlt hat Würzburg mit der ersten Torchance das Tor gemacht. Wir hatten viele Umschaltmomente, die wir einfach schlecht ausgespielt haben. Sei es mit Fehlpässen, auch qualitativ nicht so gut. Und dann, wenn du aus der Halbzeit rauskommst und dann halt über den Ball schlägst und so das 2:0 kassierst gleich in der 46. Minute, dann ist es klar, dass es gegen so eine Spitzentruppe wie Würzburg sehr, sehr schwer wird. Türkgücü bleibt also auch im 9. Anlauf in diesem Jahr sieglos und wird in der Tabelle weiter nach unten durchgereicht. Würzburg bleibt dagegen ungeschlagen und feiert einen perfekten Start in eine weitere englische Woche, die schon am Dienstag mit dem Nachholspiel in Fürth weitergeht. Bis dahin bleibt jetzt erstmal ein wenig Zeit für die wichtigen Dinge im Leben.